Ja, zwei stehen hier draußen. Ich weiß nicht, warum die keine Hülle haben, aber wie auch immer. Wir haben jetzt drei Sprecher und wer möchte der erste Sprecher sein? Florian Ritter, Landtagsabgeordneter der SPD aus München. Ja, liebe Freunde der Freiheit, im März diesen Jahres haben alle Fraktionen des Deutschen Bundestags die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses bezüglich der NSA-Bespitzelungen beschlossen. Das ist mit Sicherheit ein überfälliger Schritt und ein wichtiger Schritt, aber es geht natürlich bei diesem Untersuchungsausschuss nicht nur die Bespitzelung von Seiten der NSA zu überprüfen, sondern es geht auch darum, die Verstrickungen des Bundesnachrichtendienstes in diese Schnüffeleien mit zu untersuchen, die Mitwisserschaft und die Mittäterschaft. Denn auch gegen bundesdeutsche Geheimdienste gibt es massive Vorwürfe. Im jetzt schon tagenden Untersuchungsausschuss waren Rechtsexperten da, ein ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ein ehemaliger Richter im Bundesverfassungsgericht und auch ehemalige Mitarbeiter von US-Geheimdiensten. Und da wurden eine ganze Reihe von skandalösen Tatsachen bekannt, von Verstrickungen des BND in diese Überwachungsaffäre. Unter anderem die Weitergabe von personenbezogenen Daten an US-Geheimdienste ohne existierende Rechtsgrundlage, die Umgehung der gesetzlichen Hürden für die Bewachung von deutschen Bürgern, indem man auf Datensammlungen der NSA oder anderer Geheimdienste zurückgegriffen hat, oder die Weitergabe von Standortdaten zur Zielidentifikation im Drohnenkrieg. Dies sind nur einige Vorwürfe, denen sich bundesdeutsche Nachrichtendienste stellen müssen. Die Geschichte von Untersuchungsausschüssen und die Geschichte der deutschen Nachrichtendienste zeigt aber auch, dass hier besondere Wachsamkeit geboten ist. Wie immer ist zu erwarten, dass die Geheimdienste auch gegenüber dem Untersuchungsausschuss versuchen werden, Informationen unter dem Vorwand der Gefährdung der Sicherung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zurückzuhalten. Geschwärzte Akten und die Verweigerung der Herausgabe von Beweismitteln darf es in diesem Untersuchungsausschuss nicht geben. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses muss aber auch der Öffentlichkeit gegenüber transparent sein und von Offenheit geprägt. Es geht um den Verstoß gegen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Hilfe und Wissen deutscher Sicherheitsbehörden begangen wurden. Nicht nur der Untersuchungsausschuss hat ein Recht auf umfassende Information, sondern auch die Betroffenen, die Bürgerinnen und Bürger, die demokratische Öffentlichkeit. Umfang und Inhalt der internationalen Zusammenarbeit der Dienste bei den anlasslosen Massenüberwachungen, der Anwendung und dem Austausch der dabei gewonnenen Daten muss offengelegt werden. Rechtswidriges Verhalten unserer Sicherheitsbehörden muss klar benannt werden. Aufklärung ist nicht nur eine Sache des Untersuchungsausschusses und des Parlaments. Wir sind gefordert, die Aktiven in den Bürgerinitiativen, den Verbänden, Gewerkschaften und Parteien. Wir sind immer wieder gefordert, Offenheit und Transparenz einzufordern. Wir sind gefordert, damit auch die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Dieser Untersuchungsausschuss darf nicht mit der Abgabe des Untersuchungsberichts beendet sein. Es müssen notwendige Konsequenzen und Gesetzesänderungen folgen. Die
maßlose und anlasslose Weitergabe und Erfassung von Daten zwischen den Geheimdiensten muss beendet werden. Weitergabe muss auf deutschem Recht in ganz engen Grenzen bei Vorliegen von Verdacht möglich sein, aber nicht in der Art und Weise, wie es im Augenblick geschieht. Maßstab für eine wie auch immer geartete Arbeit und Zusammenarbeit von Diensten ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Die Information, dass die NSA hier und in Bad Aibling auf Grundlage eines geheimen Vertrags direkt auf Daten deutscher Bürger zugreifen kann. Dieses Verfahren muss sofort eingestellt werden. Wir fordern die Offenlegung dieser und vergleichbarer Verträge zwischen den Geheimdiensten. Was vor allem nicht geschehen darf, ist, dass jetzt als Folge dieser Überwachungsaffäre die Forderung von deutschen Geheimdiensten kommt: Die US-Amerikaner sind ja so gut ausgerüstet und jetzt müssen wir nachziehen. Das kann und darf nicht die Folge sein. Der Rechtsbruch durch deutsche Sicherheitsbehörden darf nicht dadurch belohnt werden, indem die Sicherheitsbehörden mit zusätzlichen Kompetenzen und technischen und rechtlichen Überwachungsmöglichkeiten ausgestattet werden. Wir brauchen auch eine bessere Kontrolle unserer Geheimdienste. Geheimdienstkontrolle darf nicht zu den Bedingungen der zuständigen Regierung und Ministerien erfolgen, wie das heute oft der Fall ist. Bei der Kontrolle muss das Kontrollgremium der Herr im Hause sein und nicht die Innenminister. Dafür brauchen wir auch starke Minderheitenrechte in den Kontrollgremien und eine wirksame Einbindung von unabhängigen Datenschutzbeauftragten. Das sind nur wenige Forderungen, die wir schon heute zu Beginn des Untersuchungsausschusses aufstellen können. Es werden im Laufe dieses Untersuchungsausschusses mit Sicherheit noch viele dazukommen. Wir, die wir nicht alle Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses sind, müssen aktiv bleiben, mobilisieren und aufklären. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Konsequenzen einfordern in aller Öffentlichkeit. Die Verteidigung der Grundrechte müssen wir zu unserer Aufgabe machen. Und jetzt noch eine persönliche Anmerkung zum Schluss. Ich kann als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei nicht nachvollziehen, dass dem wichtigsten Zeugen dieser massenhaften Überwachung, Edward Snowden, der sichere und dauerhafte Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland verwehrt werden soll. Zu behaupten, dass die Garantie seiner persönlichen Sicherheit und Freiheit in unserem demokratischen Staat gefährde das gute diplomatische Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, der stellt die Realität auf den Kopf, als wäre der millionen- und milliardenfache Bruch der Persönlichkeitsrechte und Freiheitsrechte eine Bagatelle. Edward Snowden muss einen dauerhaften und sicheren Aufenthalt in Deutschland bekommen. Es gibt immer mehr SPD-Gliederungen, die diese Forderung unterstützen. Lasst uns gemeinsam auch für diese Forderung kämpfen und arbeiten. Stop watching us. Vielen Dank, Florian Ritter. Nochmal Applaus für Florian Ritter von der SPD in München. Unsere nächste